Moin, meine lieben Geschwister, das kommt zu einem weiteren Video und das Structure Deck von Traptics. Darum geht es jetzt einfach mal. Und zwar, ich habe jetzt einfach mal aus drei Structure Decks einfach mal ein Deck gemacht, um euch mal eine Budget-Variante von einem Deck zu geben, was Punkt Nummer 1 auch im Testen schon unfassbar viel Spaß macht und Nummer 2 gar nicht so beschissen ist, wie man es im ersten Moment vielleicht denkt. Es ist kein Top-Meter, es ist vielleicht Rogue, aber es macht trotzdem Spaß. Es passiert was und das ist schön. So, startmäßig wieder, wie immer, wir fangen mit den Main-Monstern an und da haben wir die Pudica Feinstellerin. Erst einmal, die ganzen Main-Deck-Monster sind erst einmal von normalen Fallgruben, Fallenkarten unberührt. Die Pudica, die kann bei ihrer Normalbeschwörung uns die Fields besuchen. Und zwar ein Ausflug in den Fallensektor. Bei ihrer Spezialbeschwörung dürften wir ein spezialbeschworenes Monster beim Gegner banishen. Kann in manchen Punkten einfach direkt mal ein Monster halt loswerden. Gut, aber der Gegner darf halt eins seiner gebannischten Monster in der nächsten Standby-Phase halt spezialbeschwören. Das ist halt ein Nachteil. Und sie wählt, aber das ist ja erst einmal egal. Dann haben wir die Arachnokampa. Ihr Effekt auf dem Feld ist erst einmal, dass unsere gesetzten Karten einmal pro Spielzug nicht zerstört werden. Und der zweite Effekt ist, dass wir sie als Schnelleffekt spezial beschwören dürfen, wenn wir eine Fallenstellerin kontrollieren. Allerdings, wir dürfen für den Rest des Spielzugs nur noch Insekten- oder Pflanzenmonster beschwören. Ist komplett egal, weil Trap Trick hat nur Insekten oder Pflanzen. Genau, das war's schon. Mehr macht sie nicht, sie ist halt ein Stufe 4er, wie jetzt auch alle anderen Fallenstellerinnen, damit wir schön XC-Spams betreiben können. Und dann haben wir noch zweimal die Fallenstellerin Dionea. By the way, was denn noch schön ist, Pudica ist once by turn. Genau, der Effekt von unserer Arachnokampa ist auch once by turn. Jetzt kommen die Fallenstellerinnen, deren Effekte nicht once by turn sind. Und zwar angefangen mit Dionea, bei ihrer Normalbeschwörung dürfen wir einfach einen Fallen-Trick-Monster vom Field of Special. Und bei ihrer Spezialbeschwörung dürfen wir eine normale Falle in unserem Friedhof wählen. Einen normalen Fallengrube in unserer Fehde fehlen und wieder aufs Feld setzen. Allerdings verlässt diese Karte dann dieses Spielfeld, wird sie stattdessen eben verbannt. So, dann haben wir die gute Mantis. Ihre Normal Summon erlaubt es uns, eine Fallenstellerin zu suchen. Und wir können als Schnelleffekt eine gesetzte Karte wählen, die wir kontrollieren, sie auf die Hand zurückgeben und dann dürfen wir eine Karte setzen. Klingt im ersten Moment recht useless, bis man dann merkt, okay, wenn der Gegner jetzt irgendeinen zielenden Karteneffekt hat oder jetzt meinetwegen ein... Wie jetzt meinetwegen ein Cosmic Cyclone, dann können wir den damit dodgen. Leider das Problem ist, wir damit dann halt leider nicht mehr diese Effekte triggern können. So, dann haben wir... Die gute Myrmelio, die kann uns bei ihrer Normalbeschwörung eine normale Fallenkarte, also eine normale Fallgruben-Fallkarte suchen. Und bei ihrer Spezialbeschwörung dürfen wir in den Zauber der Falle mit Gegner schießen. So. Vesiculo, die dürfen wir spezialbeschwören, indem wir eine gesetzte Karte, die wir kontrollieren, auf den Friedhof legen. Das ist auch noch ein Once-Bad-Turn. Allerdings. Genau, und sie kann uns sogar noch Karten recyceln. Und zwar, wenn wir sie vom Friedhof verbannen, dürfen wir eine normale Fallengruben-Fallkarte wieder aufs Feld setzen. Genau, das ist aber eben wieder eine Karte, die wir bloß einmal pro Spielzug machen dürfen. So, dann, wenn sie schon im Structure Deck drin ist, dann nutzen wir sie natürlich auch.
Ash. Braucht man nicht so sagen. Dann. Hier haben wir die Fehlsperre. Der Ausflug in den Fallensektor. Erlaubt uns Folgendes. Wir dürfen eine zweite Normalbeschwörung oder ein zweites Setzen für eine Fallenstellerin machen. Dann einmal pro Spielzug, wenn eine Fallenstellerin durch Kampf zerstört werden würde, dort wird diese nicht zerstört. Und wir können eine Fallenstellerin, die wir kontrollieren, oder ein Monster, das wir kontrollieren, eben verbannen, um ein Fallensteller-Monster vom Friedhof zu specialen. Dann der verlockende Fallensong. Diese Karte erlaubt es uns, ein Pflanze, Insekt, Monster oder eine normale Falle von der Hand mit abzuwerfen. Und dann dürfen wir zwei Karten ziehen. Also das ist quasi das Trade-in für das Trap-Tricks-Deck. Mein Gott, das sind Zungenbrecher jedes Mal. Und wir können diese Karten auch vom Friedhof verbannen, um eine normale Falle, die wir verbannt haben oder die verbannt ist, um diese zu setzen. Und wir dürfen sogar beide Effekte pro Spielzug aktivieren. Dann, wenn es mit drin ist, einmal Raigeki, einmal Harbin Federwisch. Klar, wir relyen da auch mit den Top-Decks, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Dann gehen wir zu den Fallen über. Und ich sag mal so, Trap-Trick-mäßig sind das einige. Logischerweise. Und zwar, wir spielen zweimal Lutea. Lutea ist eine Fallenstellerin, die sich selber specialt als Monster. Sie ist leider keine Fallgrube, das heißt, wir können diesen Effekt jetzt nicht mit irgendwas jetzt, sag ich mal, triggern, leider. Obwohl doch, sie ist eine Fall, genau, Fallgruben-Lutea. Hört niemals auf mich, Leute. Hört nicht auf mich. Spielt was anderes. Spielt was anderes. Spielt Triton. Ich habe nicht mein Triton mittlerweile nicht mehr. Also ich habe es nicht mehr eingehüllt. Ich würde es nicht mehr spielen mittlerweile. Egal. Mit Stufe 4, 2500 Def, 500 Attack. Also ist relativ schon eine dicke Wand, Alter. Und ansonsten, wir können diese Karte vom Friedhof verbannen. Und ein Moment. Eine Fallenstellerin vom Friedhof Special. Was ja wieder die ganzen Zweiteffekte von den ganzen Fallenstellern prockt. Was einfach bloß arschgeil ist. Dann spielen wir zweimal den Fallgruben Albtraum der Fallensteller. Ich wollte tatsächlich sogar auf drei spielen manchmal. Das ist eigentlich echt geil. Denn wenn der Gegner eine Karte aktiviert von einem Monster, das in diesem Spielzug spezialbeschworen würde, dürfen wir dieses annullieren und es zerstören. Einziger Nachteil ist ja wirklich, dass diese Karte in diesem Spielzug spezialbeschworen werden muss. Bedeutet jetzt in nachfolgenden Zügen ist das relativ, jetzt sag ich mal, sinnlos gegen manche Decks. Aber es ist einfach bloß geil. Dann haben wir zweimal die schreckliche Fallengrube, schrecklicher Fallgruben-Albtraum. Und zwar, wenn der Gegner ein Monster. Ein oder mehr Monster beschwört, dürfen wir ein Monster mit 2000 oder mehr ADK wählen und dieses zerstören. Und wenn wir sogar noch eine normale Fallengruben-Fallkarte haben, dürfen wir sogar noch eine Karte beim Geg ein Monster im gegnerischen Friedhof banishen. So, dann haben wir in manchen Situationen die beste Fallgrube im Spiel. Und zwar die Floodgate. Das ist Floodgate Trap Hole. Denn wenn der Gegner ein oder mehr Beschwörungen macht, dürfen wir all diese Karten verdeckt setzen. Und die dürfen, also Karten, die durch diesen Effekt jetzt quasi gesettet wurden, dürfen ihre Kampfposition nicht mehr ändern. Das ist mega geil, einfach nur. So, dann haben wir noch die Grave Diggers Trap Hole. Leute, für euch zur Info, die ist als Kammer dort drin, die ist nicht als Ultra dort drin, aber. Ich habe es halt als Ultra nochmal gehabt. Und zwar, wenn der Gegner einen Karteneffekt von der Hand aktivieren möchte oder vom Friedhof, also von einem Monster, dürfen wir diese Karte aktivieren. Der Gegner zahlt 2000 Lebenspunkte und die Karte wird annulliert. Das heißt, gegen Nibiru, gegen Two Elements und so weiter wäre das tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, gegen jede Headtrap. Dann, logischerweise, wir spielen arsch viele normale Fallenkarten.
Deswegen Fallentrick. Wir dürfen halt eine normale Fallenkarte aus unserem Deck verbannen. Wir tun eine exakte Kopie davon setzen und wir dürfen diese Ressource aktivieren. Und noch eine Karte. Wenn sie schon im Searching mit drin ist, dann spielen wir sie gefälligst auch. Wir nehmen den ausgeglichenen Zweikampf. Sollte mittlerweile auch bekannt sein, und zwar. Ja, am Ende der Battle Phase werden einfach mal sämtliche Karten gebannt, bis beide Spieler die gleiche Anzahl an Karten haben. Genau, und falls wir keine Karten kontrollieren, können wir sogar noch sagen: Hier, fick dich, du kriegst beide ab. Also kriegst du direkt von meinem Zug ab. So, dann gehen wir zum Extra Deck. Wie gesagt, in diesem Extra Deck ist wirklich nur das drin, was auch im Structure gekommen ist. Bedeutet, wenn ihr andere XC4-Varianten habt oder Link-Monster, die ihr unbedingt spielen möchtet, spielt es. Ihr habt immer noch die Freiheit zu wechseln. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, ich habe jetzt einfach mal dreimal die Typhus reingemacht. Diese Karte ist awesome. Punkt Nummer 1. Solange wir eine Fallengrube in unserem Friedhof haben, bekommen alle Fallenstellerinnen 1000 ATK mehr. Dann dürfen wir noch in Höhe unserer Fallensteller Monster, die wir kontrollieren, Karten beim Gegner wählen, offene, und dürfen diese annullieren. Danach dürfen wir sogar noch Folgendes machen: Wir dürfen eine normale Falle vom Friedhof verbannen und dürfen eine der gewählten Karten sogar noch zerstören. Aber ist geil. So, dann habe ich zweimal die Kulari da drinne. Die Kulari ist auch noch ganz nett, und zwar aus folgendem Grund: Wenn unsere Fallgruben aktiviert werden, werden diese wieder gesetzt und nicht auf den Friedhof gelegt. Zusätzlich in der Endphase dürfen wir eine Fallenstellerin aus unserem Friedhof wählen und diese Spezialbeschwörerin in Verteidigungsposition. Gut, beide Effekte sind Wars Patron, das heißt, bloß eine unserer Fallengruben wird wieder zugelegt, aber das ist teilweise mehr als genug. So, und dann haben wir dreimal die gute Fallenstellerin Serra. Die brauchen wir bloß eine Fallenstellerin. Kann damit einfach beschworen werden, das heißt, jede Norm Summon ist das Ding. Dann, wenn der Effekt einer Fallenstellerin aktiviert wird, dürfen wir eine Fallgrube direkt aus dem Deck setzen. Wenn wir eine normale Fallengruben-Fallkarte aktivieren, dürfen wir aus dem Deck eine Fallenstellerin specialen. So, by the way, ich hab vergessen, was zu sagen, und zwar, wir dürfen die Fallengrube Lutea. Wir dürfen sogar noch in dem Zug aktivieren, in dem wir sie setzen. Allerdings müssten wir dafür einen Fallengruben-Fallenkarte abwerfen. Plus, nochmal als kleinen Nebenpunkt. So. Dann. Fallenstellerin Pinguicula. Die Namen sind einfach bloß so Panne, Alter. Und zwar, wir dürfen ein Material von dieser Karte abhängen und dürfen dann uns eine Fallenstellerin auf die Hand suchen. Ist ein klassischer Searcher. Je nachdem, wie tief jetzt unser Grind-Game ist, beziehungsweise wie tief unser Turn ist, kann es was bringen, beziehungsweise ist es dann im Follow-up für den nächsten Zug. Genau, und falls sogar ein oder mehr Ge Karten vom Gegner verbannt werden, oder durch einen Karteneffekt verbannt werden, oder auf den Friedhof gelegt werden, dürfen wir eins dieser Karten wählen und uns auf unsere Seite specialen. Was wieder ein schöner Punkt ist, weil. Ah, wo war's denn, wo war's denn, wo war's denn? Genau, das war die Fierce. Wir können ja eine Karte, ein Monster, das wir kontrollieren, verbannen. Und eine Karte, die bei unserem Friedhof ist, dürfen wir das, die Fallenstellerin special. Das heißt, wir können die Karte, die wir durch die Pinguicula gespecialt haben, dürfen wir einfach verbannen, nehmen dem Gegner quasi noch eine Karte weg. Und dürfen dann eben das. Ach nee. Als Material abhängen. Gut. Kommando zurück. Als Material abhängen. Aber egal. Es geht mir auch hauptsächlich um den Search. Der ist 4500 ATK. Das heißt, die könnte sogar auf 3500 gehen. Und ist damit tatsächlich groß genug, um über sehr, sehr viele Probleme rüber zu rennen.
So, dann habe ich noch zweimal Alomerus. Mit der Karte können wir zwei Material abhängen, um eine Fallenstellung aus dem Friedhof zu sprechen, oder? Genau, ein gut Fallenstellerin, ein Stufe 4 oder niedriger Insekt- oder Pflanzenmonster. Okay, jetzt kommt der Effekt. Wenn eine oder mehr Monster vom Gegner durch einen Karteneffekt auf dem Friedhof gelegt werden oder verbannt werden, wir dürfen ein Material von dieser Karte abhängen und dann dürfen wir ein Monster davon beschwören. Jetzt, hier ist der Effekt. Und natürlich noch die gute Rafflesia. Erst einmal unsere anderen, also alle Fallenstellerinnen außer Rafflesia, können nicht durch Karteneffekte zerstört werden und auch nicht durch Kampf und dürfen auch nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Zusätzlich dürfen wir als Schnelleffekt, falls der Gegner eine Karte jetzt zum Beispiel aktiviert oder eine Beschwörung durchführt, dürfen wir eine Fallengrube aus unserem Deck auf den Friedhof legen, deren Aktivierungsbedingungen getroffen wurden und dürfen dann diesen Effekt kopieren. Bedeutet, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel aus der Hand eine Nibiru aktiviert, könnten wir mit der Rafflesia diese Karte aktivieren, könnten die Gravediggers Traphole aus dem Deck auf den Friedhof legen und würden den Effekt kopieren, würden den Nibiru annullieren und dem Gegner 2000 Schaden machen. Ansonsten, was halt an sich eigentlich eine wunderbare, wunderschöne Combo ist, und zwar eine Utica und eine Diokana, gibt uns eine Sera plus eine Fallgrube auf dem Feld plus eine Rafflesia. Denn wir können Pudika normen, suchen uns die Vierspell, dann linken wir die Pudika weg für unsere Sera, aktivieren den Ausflug, normal schon die Dionera. Swashen uns damit unsere Pudika zurück. Wir könnten die Karte beim Gegner verbannen, je nachdem, ob es schon so weit ist oder nicht. Wir durften eine Sera aktivieren, die uns eine Trap Hole aufs Feld setzt. Wir nehmen jetzt einfach mal den Albtraum. Und dann können wir aus den beiden hübschen noch eine Rafflesia machen. Ist eine sehr, 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 sehr simple Combo, ja. Aber tatsächlich, wir haben eine Gate, beziehungsweise wir könnten rein theoretisch gesehen sogar es uns noch ein bisschen besser machen, indem wir aber die Floodgate nehmen, weil dann könnten wir zum Beispiel die Karte auch nochmal mit der Rafflesia halt wegballern. Oder mit Rafflesia dann halt die Gravediggers Trap Hole oder einen schrecklichen Fallgruben Albtraum, je nachdem. Es ist eigentlich komplett egal. Man kann es natürlich wirklich ein bisschen hin und her schieben. Das gleiche wäre auch übrigens möglich mit der Mantis und der Field Spell. Das wäre auch machbar. Aber das wäre es erstmal. Denn der Punkt ist halt sogar noch, wir können rein theoretisch sogar noch, wenn wir die Wasserloch-Fallgrube aktivieren und Sarah specialen, könnten wir jetzt rein theoretisch gesehen sogar noch dazu gehen. Und meinetwegen, wenn wir noch weitere Karten halt auf dem Feld gesetzt haben, könnten wir rein theoretisch gesehen eben noch die Ahnokampa nehmen, um unsere Karten zu schützen. Wir könnten eine Pudika Special, um eine gegnerische Karte zu schießen oder zu banishen. Oder eben zum Beispiel auch die Murmeleo, um halt den gegnerische Zauber oder Falle zu schießen. Das würde auch wieder funktionieren. Das ist auch wieder eine Interruption. Also es sieht simpel aus im ersten Moment, aber es spielt halt trotzdem. Beziehungsweise der Punkt ist ja, dadurch, dass wir bloß zwei Handkarten gebraucht haben, haben wir theoretisch gesehen immer noch drei Handkarten da. Das kann noch eine Ash sein, das kann noch eine weitere Fallgrube sein und so weiter. Klar, ein Twin Twister oder zum Beispiel auch ein Evenly Match gegen uns zum Beispiel. Oder ein Habit Federwisch, der würde uns jetzt natürlich direkt hart wegprügeln. Also richtig hart wegprügeln. Aber das wäre ja nicht allzu schlimm. Weil wir haben ja zum Glück immer noch die Rafflesia. Die Rafflesia würde ja immer noch ihren Job machen. Die würde ja immer noch dafür sorgen, dass wir zumindest unsere
Drop-Pull machen können, aber leider können wir mit der Serra dann halt nicht special, weil das. Weil es ist in dem Fall ja keine Fallengruben-Karte, die hier aktiviert wurde, sondern eben eine. Ein Monster-Fang. Aber egal. Leute, ich kann es nur empfehlen. Geht auf Market, kauft euch das Deck für 7 € das Stück. Das sind fucking 21 Euro, für die ihr ein Budget-Deck habt, das tatsächlich mehr Spaß macht, als ihr im ersten Moment vielleicht denkt. Klar, es ist kontrollbasiert, das heißt, es ist nicht für jedermanns Mann was. Allerdings, ich kann mittlerweile sogar sagen, mein alter Geist-Deck freut sich auch. Oder mein Crawler's Bride. Crawler's Bride ist auch mehr kontrollbasiert. Also, ich habe das. Boah, Alter, die letzten drei Decks, die ich gebaut habe, sind Kontrolldecks. Alter, ich müsste mich eigentlich mal selbst erschießen. In der Hoffnung, dass ich wieder mal ein bisschen klar im Kopf werde. Scheiße, Alter. Nein, nur Spaß. Also, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Spaß bekommen jetzt mittlerweile an den Kontrolldecks. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haus rein und tschüss.